Heute geht's hier auf den Mount Kinabalu. Das ist der größte Berg hier in Borneo mit über 4095 Meter. Und wir werden einige der geilsten Nepenthes überhaupt sehen. Darunter auch Nepenthes Villosa, ist ja meine Lieblings-Nepenthes, wie ihr wisst. Nepenthes Tentaculata und hoffentlich werden wir auch Nepenthes Ratcha und Kinabaluensis finden. Also seid gespannt und unbedingt dranbleiben. Ja, und damit herzlich willkommen hier bei Green Jaws. Ich bin der Matze und wie gesagt, heute besteigen wir den Mount Kinabalu mit 4095,2 Meter, der höchste Berg hier in Borneo und der bietet einige der geilsten Nepenthes überhaupt. Wir befinden uns jetzt gerade hier unten am Headquarter, das ist hier nicht ganz drauf auf der Karte, fahren jetzt mit dem Auto noch zum Timofong Gate vor und müssen dann 6 Kilometer hochlaufen bis Labanrata. Dort werden wir übernachten, morgens um 2 Uhr aufstehen und dann den restlichen Weg bis zum Gipfel antreten, dass wir den Sonnenaufgang oben sehen werden. Insgesamt sind es dann knapp 8,8 Kilometer und das müssen wir morgen auch wieder komplett zurücklaufen. Früher konnte man noch über Mesilau hoch, das ist hier hinten. Da gab es aber 2015 ein sehr großes Erdbeben. Deswegen ist hier in der Area gerade alles gesperrt. Sonst wären wir natürlich auch gerne hier hochgelaufen, weil gerade da hinten sind einige Nepenthes Ratcha zu sehen. Die sind aber leider dem Erdbeben zum Opfer gefallen. Deswegen weiß gerade niemand, ob da überhaupt noch was wächst. So, wir haben uns jetzt schon auf 2000 Höhenmeter hinaufgearbeitet. Und es ist ziemlich cool zu laufen hier. Also das ist der Weg, wie er aussieht. Es sind unheimlich viele Treppen, die wir steigen müssen. Also es ist hier bestimmt bis zu Labanrata 70-80% des Weges sind nur Treppen. Unterschiedliche Höhe, das macht es natürlich besonders anstrengend. Aber man hat immer schön diesen tropischen Bergwald neben sich. Ist also sehr angenehm zum Laufen. Und es ist auch alles immer schön moosbewachsen, viele Farne. Wir haben auch schon so ein paar Nepenthes Tentaculata gesehen. Es geht also schon langsam los mit den Nepenthes. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs. Und der Weg ist gerade richtig geil hier. Hier gab es auch erst vor kurzem einen Erdrutsch. Deswegen wurde der ganze Weg hier neu angelegt. Da oben sieht man schon diese Radiostation. Da sind vor 20 Jahren noch Nepenthes Lovi gewachsen, sind jetzt aber wohl leider keine mehr zu finden. Wir werden trotzdem mal ein bisschen rumgucken. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist doch noch irgendwie ein bisschen was da. Ansonsten ist es halt ziemlich geil hier rumzulaufen in diesem montanen Bergregenwald, weil es ist alles so richtig cool mit Moos bewachsen und viele Farne auch. Es sind auch schon ein paar Nepenthes Tentaculata zwischendrin aufgetaucht. Also Nepenthes haben wir auch schon gesehen. Hier kann ich euch mal ein bisschen den Ausblick noch zeigen. Leider ist das Wetter heute nicht so toll. Es hat auch die ganze Nacht über geregnet. Und wir hoffen, dass es jetzt einfach trocken bleibt. Weil im Regen hochgehen ist hier echt kein Spaß. Gerade sind wir hier an der Lovi Shelter und hier springen auch diese ganzen kleinen Mäuse rum und der Sepp versucht die hier erfolgreich zu fotografieren. Nein. Die sind auch super zahm, weil die hier überall an einem hochklettern und sobald es hier irgendwo was zu fressen gibt, da sind die gleich ganz wild drauf. Also das sind diese Nagetiere, die an den Nepenthes Lovi Kannen immer diese Zuckererzeugnisse wegfressen. Die sind echt süß. Nach Labanrata hoch wird ja alles von solchen Portern hochgetragen. Die kommen jetzt hier gerade, die laufen hier die ganze Zeit an uns vorbei. Und so ein Porter, der kann bis zu 60 Kilo auf dem Rücken hinten transportieren. Und da werden eben Lebensmittel, Gasflaschen, Getränke, alles wird da eben von Hand hoch transportiert. Also ist auf jeden Fall harte Arbeit hier. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben hier die erste Villosa entdeckt. Die ist aber ein bisschen abseits vom Weg. Da hatten wir so einen geheimen Standort. Und guckt euch die bitte an. Ist das nicht geil? Oh, das ist der Hammer, hey. So eine perfekte Kanne. Mega geil, hey.
Also das ist meine absolute Lieblingsart, eine Pentes villosa. Hier, die hier ist gerade am Vertrocknen. Und die sind aber immer noch, ja, ganz hart. Guckt euch das Peristom an, das ist der Hammer, ey. So geil. Mega. Wir gucken jetzt mal noch weiter, weil hier sollen auch noch eine Pentes Kinabaluensis sein, also die Hybride zwischen Racha und Villosa. Und das wäre natürlich der absolute Hammer, wenn wir die auch noch finden würden, weil das ist was super Seltenes, wo kaum jemand zu Gesicht kriegt. Wie findet ihr die Pflanze, Jungs? Richtig geil, ne? Also hier haben wir jetzt gerade noch mal eine richtig schöne Villosa gefunden. Das ist eine schöne große Pflanze hier, tolle Kannen. Und direkt hier nebendran, wir haben tatsächlich eine Pentes Kinabaluensis gefunden. Und zwar wächst die hier direkt nebendran. Mega geil. Also das hier sind die Kannen. Das hier ist jetzt eine relativ frisch geöffnete. Ich muss bloß gucken, dass ich hier nicht den Hang runterrutsche. Also das ist die frisch geöffnete Kanne von Nepenthes kinabaluensis. Das ist die Naturhybride zwischen Racha und Villosa. Und also man erkennt so, die Form ist so ganz typisch, diese Racha-Form. Und das Peristom ist halt so ein Mix aus Racha und Villosa, weil es halt auch so leicht angezahnt ist. Mega geil. Diese getrocknete Kanne, die hier hängt, da sieht man es noch ein bisschen besser. Die ist sogar auch ein bisschen größer. Und hier unten ist nochmal eine etwas ältere, noch aktive Kanne. Super schön. Und das Tendril, also die Verbindung zwischen Blatt und Kanne, dieses hier, das ist hier gute 60 cm lang. Es ist sogar eine männliche Pflanze, das kann man hier noch anhand des alten Blütenstandes erkennen hier. Und die Pflanze selber ist ziemlich groß, also das hier ist die Pflanze, die hier wächst und die rankt von ganz da hinten irgendwo her. Also die ist gute 3 Meter lang, diese Ranke. Da wächst dann auch noch mal eine Villosa hinten raus. Mega geil. Hier ist auch noch mal eine kleine Villosa-Pflanze. Hier öffnet sich gerade, oder ist gerade eine Kanne am entwickeln. Und hier oben, da sind auch noch alte Kannen von der Kinabaluensis. Also richtig geil, dass wir hier noch eine gefunden haben, weil die sind so, so selten und werden leider auch immer sehr viel gewildert, die Pflanzen. Aber dazu bringe ich eh nochmal ein separates Video oder vielleicht am Ende noch in diesem Video. Das war gerade schon richtig spannend mit den zwei Pflanzen. Wir befinden uns jetzt hier gerade schon auf 2745 Meter und haben jetzt schon 4 Kilometer zurückgelegt. Und das hier ist der weitere Weg. Und es ziehen gerade lauter Wolken auf. Alles ist so eine richtig trübe Suppe gerade. Von den Temperaturen her vielleicht so 15, 16 Grad. Aber beim Laufen ist es noch im T-Shirt und in der kurzen Hose sehr angenehm. Und hier geht es jetzt weiter hoch. Und als nächstes kommt dann jede Menge Nepenthes villosa. Und unser Guide meinte auch, da wachsen auch noch ein paar mehr Nepenthes kinabaluensis. Einer hat es schon geschafft. Dann gucken wir mal kurz. Und für morgen werden wir wahrscheinlich auch noch Nepenthes hariana sehen. Also die Hybride zwischen Villosa und Edwardsiana. Also, aber erst beim Absteigen dann. Puh, das macht einen ganz schön fertig hier. Hier wachsen solche kleinen Orchideen als Aufsitzerpflanze. Und wir sehen jetzt hier schon ungefähr 2900 Meter, also schon ziemlich hoch. Und Labanrata, also unser Resthaus, wo wir übernachten werden, liegt so etwa auf 3200. Ist nicht mehr so weit, aber es sind noch gute 2 Kilometer Weg. Sepp hat hier jetzt gerade noch eine schöne Kanne entdeckt. Die fange ich euch auch mal ein. Ist zwar nicht ganz so groß, aber sehr schön.
So, wir sind jetzt hier in einem richtig geilen Vilosa-Feld drinnen. Unser Guide hat hier ein bisschen abseits vom Weg so eine Stelle gekannt, wo hier echt alles voll ist mit Vilosa. Und ich denke, das ist der ideale Zeitpunkt, um euch mal so ein paar Kulturbedingungen zu erklären. Beziehungsweise so die Bedingungen hier am Berg, die man dann eben in der Kultur umsetzen kann. Also wir sind jetzt hier schon fast auf 3000 Meter hoch. Es ist extrem hoch. Es ist hier alles in den Wolken drinnen. Es ist neblig, es tropft irgendwie Wasser, weil die Wolken eben hier kondensieren an den Bäumen und so. Und dann tropft das Wasser runter. Es ist ziemlich feucht hier die ganze Zeit. Wir haben gestern erfahren, es hat hier schon seit 2 Wochen nicht mehr geregnet. Aber die Feuchtigkeit kommt trotzdem über die Wolken hier rein. Und kommt mal ein bisschen näher, dann erkläre ich euch mal hier anhand dieser Vilosa hier, wie die hier so wächst. Also wir haben ja hier die Pflanze selber, die jetzt hier im Boden drinnen ist. Und vom Boden her ist es hier, also der Untergrund ist so ziemlich lehmig und obendrauf hat es dann eben so Moos, Blätter und so was hier so von den Bäumen runterfällt. Und darin wachsen die Pflanzen in dem Substrat. Es ist jetzt nicht übermäßig feucht, sondern nur so leicht feucht. Aber das ist wahrscheinlich auch immer abhängig, wie viel es regnet. Und die Pflanze selber wächst jetzt eben so ein bisschen, also hier muss ich sagen, ist er jetzt ziemlich schön rosettenartig. Das heißt, es wächst immer ein Blatt so nach dem anderen so richtig kreisrund heraus. Auf dem Tambo Yukon im Vergleich, da wächst immer mehr ein Blatt links, eins rechts, eins links, eins rechts. Und hier haben wir jetzt aber schöne Rosetten. Die Internodien selber, also die einzelnen Blattabstände, sind immer relativ kurz. Die Blätter selber sind sehr, sehr haarig, vor allem auf der Unterseite. Und auch das Tendril ist super stark behaart. Könnt ihr hier sehen. No. Und jetzt schauen wir uns mal die Kanne hier nochmal an, weil das ist hier ein sehr schönes Exemplar. Man muss dazu sagen, Vilosa ist unheimlich farbvariabel. Also das hier ist jetzt zum Beispiel eine schöne dunkelrote Kanne mit so einem orangenen Peristom und das ist einfach geil. Und das Peristom ist hinten richtig hochgezogen, so ganz schlank nach oben gezogen, schön bezahnt. Und da sitzt dann ein riesengroßer Deckel drauf. Und das ist jetzt eben eine schöne dunkelrote Kanne. Genauso kann die Kanne aber auch komplett gelb sein und mit einem ganz dunkelroten Peristom. Das ist auch ein super schöner Kontrast, habe ich auch schon öfters gesehen. Und jetzt haben wir hier hinten noch mal eine Pflanze. Ich hole mal hier die Kanne ein bisschen vor. Ups. So, da. Das hier ist jetzt nämlich eine ziemlich rote Kanne. Also die ist komplett rot, die Kannen selber sind auch so ein bisschen haarig und pelzig, also wie wenn da so ein kleiner Pelz drauf wäre. Die sind auch richtig hart, also wenn ich hier drücke, es gibt kaum nach. Richtig schönes Peristom auch hier wieder und das führt eben, also wenn es auch regnet oder so feucht ist, oder es reicht auch schon die Feuchtigkeit, die durch die Wolken kommen aus, dann ist das hier alles ziemlich rutschig und die Insekten, das ist dann wie so Aquaplaning quasi der Effekt, dass die Insekten einfach runterrutschen in die Kanne hinein und dort verdaut werden dann. Die Flügelleisten sind eigentlich immer ziemlich ausgeprägt, also auch bei den Hochkannen, wobei Vilosa gar nicht so große Unterschiede hat zwischen Hoch- und Tiefkannen. Und die Form hier auf dem Kinabalu, ich drehe die Kanne mal ein bisschen zur Seite, dann sieht man das ein bisschen schöner, die ist halt so richtig tonnenförmig. Während auf dem Tambo Yukon hingegen, wo ja auch noch Vilosa vorkommt, da gehen die Kannen ziemlich schlank nach oben und hier hat man jetzt schon ziemlich dicke, bauchige Kannen. Also ich finde die Form hier persönlich schöner. Vilosa kommt meines Wissens, glaube ich, auch nur auf dem Tambo Yukon und auf dem Kinabalu hier vor. Und wie gesagt, die Formen unterscheiden sich eben einfach durch die dicke bzw. die schlanke Kanne, die sie haben. Und ja, auf jeden Fall hier ein mega geiler Hotspot. Weiter unten wächst auch nochmal eine große Nepenthes kinabaluensis. Die zeige ich euch auch gleich nochmal. Wie versprochen, hier noch die Nepenthes kinabaluensis. Ah, ihr seht schon, das ist eine Mordskanne hier. Das ist auch eine riesengroße Pflanze. Und wie gesagt, Kinabaluensis ist jetzt die Naturhybride zwischen Nepenthes vilosa und Nepenthes raja. Die vereint jetzt beide Merkmale. Also man sieht sie auch sehr schön von der Form her. Ist es sehr Nepenthes raja mäßig. Und das Peristom, also Nepenthes raja hat ja auch ein sehr, sehr großes Peristom. Ist jetzt hier auch sehr groß ausgeprägt, aber eben doch zahnig. Und das Zahnige kommt eben einfach von der Vilosa. Der Deckel ist auch sehr groß, also Vilosa selber hat ja auch einen großen Deckel. Aber Nepenthes raja eben noch einen größeren, der komplett so drüber reicht. Kennt ihr bestimmt diese Bilder. Und wir haben jetzt hier einfach den Mix, wo eigentlich beide Merkmale von beiden Pflanzen perfekt vereint sind.
Und eine unheimlich schöne Pflanze auch. Und ich freue mich total, weil es ist auch für mich das erste Mal, dass ich eine Pendescina baluensis hier in der Natur sehe. In Kultur habe ich sie aber auch noch nie gesehen. Also ich freue mich total. Die hat jetzt hier gerade diese zwei großen aktiven Kannen. Der hier ist noch ein bisschen tonnenförmiger. Diese Kanne hier sieht aber auch mega geil aus. Ich kann auch mal beide in die Hand nehmen, dass ihr mal dieses Größenverhältnis hier seht. Einfach genial. Und jetzt setze ich die mal wieder richtig zurück. Dann können wir uns nämlich hier drüben noch eine anschauen. Hier haben wir nämlich auch noch mal eine Pendescina baluensis. Das ist jetzt noch eine etwas kleinere Pflanze, hat aber hier auch schon ganz schöne Kannen. Also wenn ich sowas daheim hätte, wäre ich echt froh in der Größe. Das sieht man echt so selten. Und wir haben jetzt hier eben auch bei den Blättern, wieder sieht man ganz typisch, dass, also Ratscha hat ja, das Tendril geht ja bei der Ratscha nicht aus der Blattspitze vor, sondern das kommt ja unterhalb des Blattes raus. Und das haben wir auch hier, diesen Ansatz. Hier seht ihr so einen kleinen Knubbel, wo quasi das Tendril verschwindet. Aber wir haben doch ein bisschen ganz leicht Haare, also gerade hier oben am Kannenrand, am Blattrand dran. Dieses Haarige, das kommt eben von der Nepenthes villosa. Das macht Ratscha nicht. Und sind auch sehr kompakt wachsende Pflanzen, die eben auch nur kurze Internodien haben, eben oder bis gar keine Internodien. Wir haben jetzt gerade den Bonsai-Wald erreicht, aber leider hängt hier alles total in den Wolken drin. Deswegen sieht man hier leider gar nichts. Aber die ganze Vegetation sind nur noch solche kleinen Sträucher, Büsche, vereinzelt ein paar Bäume zwischendrin. Und hier ist jetzt das Villosa-Pondok. Also hier ist alle 1 Kilometer etwa, steht so eine kleine Hütte, wo man ein bisschen Rast machen kann, sich ausruhen kann. Und dann gibt es immer an jeder Hütte so ein paar kleine Informationen hier über den Kinabalu, entweder über die Geologie oder über die Pflanzen, Tiere und so. Da ist ein Klo mit drin eingebaut und da trifft man eigentlich auch immer viele Leute, die hier Rast machen. Ups, abgestürzt. Und so sieht das Kleine hier aus. Aber wie gesagt, leider gerade gar keine Aussicht. Hier sehe ich übrigens noch eine Himbeere. Kann ich euch die mal kurz zeigen. Das hier ist eine Himbeere hier. Aber ich sehe leider, doch hier, hier hängt eine Frucht dran. Aber die sind, also die Früchte sind nur so orange und sind immer ziemlich sauer. Deswegen isst die auch keiner hier. Und wir haben jetzt nicht mehr weit, es ist jetzt vielleicht noch eine Stunde bis nach Labanrata. Und dann haben wir es geschafft, oben anzukommen. Wir haben jetzt gerade den letzten Checkpoint passiert und sind jetzt hier in Labanrata angekommen. Und jetzt habe ich gerade gesehen, beziehungsweise unser Guide hat uns erklärt, dass sie das aufgrund des Erdbebens hier umgenannt haben. Von Labanrata in Panalaban. Und wir sind jetzt hier auf 3272 Meter. Wir haben hier richtig schön Sonnenschein. Es ist von den Temperaturen auch ziemlich angenehm. Und die Sicht ist leider sehr betrübt, weil hier alles in den Wolken drin hängt. Also man sieht leider wieder gar nichts. Das ist echt schade. Bin ich schon das dritte Mal hier oben und jedes Mal hatte ich so Pech mit dem Wetter, dass man keine Aussicht hatte, weil alles immer bewölkt war. Aber naja, mal schauen, wie es morgen wird. Wir sind jetzt gute 9 Stunden unterwegs gewesen und morgen geht es dann da weiter hinauf bis zum Gipfel. Das sind nochmal so gute, ja, knappe 3 Kilometer zum Laufen, teilweise aber sehr steil am Fels entlang. Und wir werden jetzt unser Abendessen zu uns nehmen und dann geht es auch schon relativ zeitig ins Bett, weil wir um 2 wieder aufstehen. Kurzes kleines Frühstückchen und dann geht es schon weiter zum Gipfel hoch. Das hier ist also unser Zimmer hier in Labanrata. Richtig geil. Tolle Betten, schöne Matratzen. Da können wir richtig schön schlafen heute Nacht, auch wenn die Nacht nur kurz wird. Und wir haben sogar extra Hausschuhe hier. Richtig nice.
Guten Morgen, Leute. Es ist jetzt schon 2:30 Uhr morgens. Wir hatten noch eine kurze Nacht hinter uns, jetzt gerade ein schnelles Frühstück. Und ihr seht es ja schon hinter mir, es ist ja ziemlich viel Trubel, weil alle wollen jetzt auf den Berg hoch. Und man sollte so spätestens um 3 Uhr loslaufen, dass man rechtzeitig morgens um 6 Uhr zum Sonnenaufgang oben ist. Deswegen, ich mache jetzt noch schnell den Teller leer und dann machen wir uns auch auf den Weg. Und ich bin mal gespannt, wie die Aussicht sein wird, weil die letzten zwei Mal, wo ich oben war, war immer sehr bewölkt, teilweise mit Regen und so. Und hoffentlich haben wir heute besseres Wetter. Es ist im Moment noch ein sternenklarer Himmel. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Deswegen drückt einfach die Daumen, dass es nachher gut geht und ich euch wieder geile Bilder von oben zeigen kann. So, wir haben es geschafft. Wir sind hier auf dem Gipfel oben vom Mount Kinabalu auf sage und schreibe 4095,2 Meter. Weil es war jetzt echt eine harte Tour nochmal hier die letzten knapp 3 Kilometer zum Gipfel hochlaufen. Aber wir haben uns jetzt erstmal hier den Gasbrenner angemacht, kochen uns heißes Wasser ab, damit wir hier schön Milo genießen können. Das ist so eine Art Kakao. Dazu gibt es Oreo, so ein kleines Frühstück dazu. Und das soll uns einfach von innen noch ein bisschen aufwärmen. Und ich würde sagen, ich trinke kurz eine heiße Tasse hier Milo und dann mache ich noch einen kleinen Rundumblick für euch hier mit dem ganzen Sonnenaufgang hier, weil es sieht einfach mega geil aus. Und ich freue mich total jetzt beim dritten Mal hier oben und endlich mal geiles Wetter, geile Sicht, geiler Sonnenaufgang und mega geil. Und ich zeige euch gleich mal hier so ein bisschen die Rundumsicht. Also hier oben ist jetzt der Gipfel und an dem Schild will natürlich jeder ein Foto machen. Machen wir auch gleich noch. Und hier drüben im Osten, hier geht jetzt die Sonne auf. Es ist jetzt gerade, glaube ich, 6:10. Also bis man die Sonne sieht, dauert es noch, glaube ich, so bis um 6:30. Aber es ist ein mega geiler Anblick. Echt hammergeil. Und das hier ist jetzt einfach so der Blick über Borneo. Das ist alles ein Hochland da unten, weil das ist alles so über 1000 Meter hoch. Und der große Berg, den man jetzt hier sieht, das ist der Trusmadi. Den werden wir ja auch noch in 5 Tagen besteigen. Da wächst dann eben Nepenthes macrophylla und Lovi. Den kleinen Zipfel, den man hier unten sieht, das ist Lowe's Peak. Das ist eigentlich auch ein ganz bekanntes Szenenmotiv oder Fotomotiv. Hier stehen alle Leute, jeder wartet auf den Sonnenaufgang richtig, macht noch seine Bilder dann. Und das hier ist eben der Kinabalu. Und hier hinten, da ist dann schon die Küste. Also hinter diesen Bergen hier, da ist dann schon das Meer. Und hier ist noch der Mond zu sehen, der langsam am Untergehen ist. Wir haben Vollmond, was eh ziemlich geil war, weil wir konnten jetzt ohne Taschenlampe hier hochlaufen. Es war alles ziemlich hell ausgeleuchtet. Und ja, es war echt angenehm zum Laufen. Ich habe ein paar Bilder gemacht, weil Filmen ging leider nicht, weil alles viel zu dunkel war. Aber auf den Bildern ist es teilweise echt gut rausgekommen. Die werde ich hier mal einblenden. Und hinter dem großen Felsen hier jetzt, da ist Kota Kinabalu, also die Hauptstadt hier von Sabah, diesem Bundesstaat hier. Und da hinten ist eben die Küste. Also Kota Kinabalu liegt direkt an der Küste. Es sind auch ein paar sehr schöne Inseln davor. Und hier sind wir schon wieder am Gipfel oben. Es ist übrigens arschkalt. Also ich habe hier auch Handschuhe an und dick eingepackt, aber immer noch nicht ausreichend. Mittlerweile ist es jetzt schon 7:30 Uhr morgens. Wir haben schönstes Wetter hier und gerade durch die Sonne ist es jetzt auch ein bisschen wärmer geworden. Hier sehen wir jetzt gerade in der Mitte des Bildes noch den Mentapog. Das ist auch ein ziemlich frisch erkundeter Berg, auf dem es auch Stenophylla und Nepenthes lovi gibt. Und ein unheimlich geiles Panorama hier halt. Hier wieder der Trusmadi im Hintergrund. Hier Lowe's Peak. Mal aus der Nähe gesehen. Das Besondere hier am Kinabalu ist auch, das ist hier alles eine riesen Steinplatte. Also es ist nicht so, dass das jetzt alles irgendwie Geröll ist oder sowas, sondern es ist eine ganz große Steinplatte.
Und wenn es hier regnet, dann schießt das Wasser hier einfach nur so runter. Das kann hier auch nirgends versickern. Schießt dann runter und dann hat man im Hintergrund von Labanrata gibt es einen ganz, ganz großen Wasserfall. Da hingen jetzt so ein paar Bilder im Hostel. Also es sieht auch ziemlich beeindruckend aus. Auch ein Riesenspektakel dann. Also sonst ist es ja einfach nur mega geil. Und wir genießen es natürlich hier voll, diese Aussicht. Bereits in 2015 gab es ja hier am Kinabalu schon ein großes Erdbeben. Da sieht man jetzt auch hier sehr schön die Auswirkungen, weil da oben hat es einen riesen Felsbrocken weggelöst. Der ist jetzt hier runtergerollt und man sieht noch einige andere Schutzstücke, die dann hier komplett runtergehen. Und ganz da hinten ist jetzt die Mammut Copper Mine, da wo wir morgen hingehen werden. Da gibt es wieder einige geile Nepenthes zu sehen, die werde ich euch natürlich auch alle auf Video dann zeigen. Okay, wir sind schon wieder startklar. Wir haben uns gerade eben noch mit einem reichhaltigen Frühstück gestärkt hier in Labanrata. Und jetzt geht's runter zu uns. Und wir hoffen noch auf einige interessante Nepenthes, weil Nepenthes Hariana soll noch irgendwo auf dem Weg sein. Ich hoffe, dass wir die finden werden. Und außerdem hat unser Guide gemeint, er hat sich mal erkundigt. Es gibt anscheinend noch einen Standort von Nepenthes Edwardsiana hier auf dem Kinabalu. Das wäre natürlich super interessant und den wollen wir uns natürlich auch noch angucken. Und wir wollen auch noch mal nach Nepenthes Ratcha suchen, die hier auch noch vereinzelt vorkommen soll. Es wird also noch mal spannend hier beim Abstieg. Und drückt die Daumen, damit wir hier auch alles finden. Ich möchte euch hier nochmal einen anderen Nepenthes Villosa Standort zeigen. Und zwar ist es hier alles so ein Bonsai-Wald. Aber das sind alles ganz kleine Laubblätter. Deswegen kommt hier auch noch sehr viel Sonnenlicht durch. Wie wir es hier bei der Pflanze sehen können. Und vom Boden her ist es hier ziemlich so ein dicker, harter, lehmiger Boden. Das sieht man hier ein bisschen. Der erscheint an der Oberfläche eigentlich recht trocken, ist aber doch ganz schön feucht. Und die Pflanze ist von der Sonne eigentlich ganz gut geschützt. Es ist so halbschattig, weil durch die Bäume kommt halt immer nur so ein bisschen Sonne durch. Und in der Nacht zieht dann der Nebel auf, der die Feuchtigkeit bringt. Und das scheint der Pflanze eigentlich schon auszureichen. Die, wo jetzt hier wachsen, hier sind jetzt keine so großen dabei. Aber doch ganz schöne Exemplare. Dann haben wir hier wieder so ein Xyris außenrum wachsen. Hier wachsen solche kleinen Orchideen. Dann wächst hier auch ganz viel so Erika-Gewächse, also was so in die Richtung Heidekraut geht. Und Vaccinium, also so eine Art Moosbeere. Ist schon sehr, sehr interessant. Und ich drehe mich jetzt mal, dann sieht man die Bäume vielleicht ein bisschen besser. Und das ist hier das Habitat, wo die Pflanzen wachsen. Nepenthes villosa bedeutet übrigens die haarige bzw. behaart, weil die eben so viele Haare hat am Tendril, an den Blättern, an den Kannen. Sehr schön. Wir haben es tatsächlich geschafft, hier Nepenthes ratcha zu finden. Nach langer Suche. Das ist eine riesen Pflanze, also die ist schon 1,5 Meter hoch und weit über 1 Meter im Durchmesser. Sie hat leider nur noch eine alte vertrocknete Kanne dran, aber das reicht, um definitiv sagen zu können, dass es sich hierbei um Ratcha handelt. Das sieht man auch schon sofort an diesem nach außen gewölbten Deckel. Die Kanne selber, die war jetzt nicht so groß, aber ist auf jeden Fall eine Sensation, hier auf dem Kinabalu nochmal einen Nepenthes ratcha zu finden. Weil ich glaube, die gilt hier auch schon weitestgehend als ausgestorben. Hier ist gleich nochmal ein zweiter Trieb nebendran, der auch ziemlich hoch geht. Also auf jeden Fall eine Pflanze, die im Hochtrieb ist. Super geil. Also es geht jetzt immer weiter runter und runter und wir sind schon ziemlich tief. Es ist gar nicht mehr so lange, bis wir wieder am Hauptquartier hier unten sind. Und unser Guide meint, hier müsste noch irgendwo eine Nepenthes Edwardsiana sein. Deswegen, die wollen wir natürlich unbedingt sehen. Aber er weiß nicht die genaue Stelle. Deswegen suchen wir hier gerade alles so ein bisschen ab. In der Hoffnung, sie zu finden. Die Edwardsiana haben wir noch nicht gefunden. Dafür habe ich hier aber gerade was anderes Interessantes entdeckt. Und zwar wächst hier eine Utricularia auf diesem Stein hier. Hier sind die Blüten. Sind bloß leider gerade keine schönen offenen da.
Und das hier sind die Blätter. Also ein Wasserschlauch. Hier. Wahrscheinlich ist es Utricularia striatula. Aber ich kenne mich mit den Utris auch nicht so gut aus. Und bin mir da auch nicht so sicher. Jedenfalls sehr interessant, wie die hier wachsen. Weil der Stein, der scheint ziemlich trocken zu sein. Hier kommt auch ganz gut Sonne hin. Ist alles so ein bisschen vom Moos überwachsen. Und die ist hier doch über den ganzen Stein verteilt zu finden. Also diese kreisrunden Blätter, das ist von diesem Wasserschlauch. Wir hatten jetzt doch noch Glück und haben hier eine interessante Stelle gefunden. Also hier wächst auch wieder diese Utricularia. Hier hängt auch eine Blüte dran, die jetzt aber nicht scharf wird. Und direkt hier oben, hier wächst eine Pentesharyana. Das ist die Hybride zwischen Villosa und Edwardsiana. Leider hat sie aber keine aktiven Kannen dran, sondern nur so eine alte, vertrocknete. Aber ich versuche mal da hochzukommen, weil der ganze Hang hier ist extrem rutschig. Also das ist die Pflanze. Hier sieht man auch wieder die große oder die starke Behaarung, die einfach auf die Villosa zurückzuführen ist. Die wächst hier so ziemlich im Schatten. Deswegen ist die so ein bisschen vergeilt. Aber hier hängt die alte vertrocknete Kanne dran, an der man sehr schön sehen kann, um was es sich handelt. Also das Peristom hier erinnert schon sehr nach Edwardsiana. Und die Kanne ist ja auch ziemlich lang gezogen, wie so eine Edwardsiana. Aber die Behaarung lässt eben ganz eindeutig auf Villosa schließen, weshalb das hier die Naturhybride ist, eine Pentesharyana. Ich habe die Pflanze hier in 2011 schon mal gesehen. Damals war sie aber wesentlich größer, hatte auch einige aktive Kannen dran. Wo ich dann im Jahr 2012 nochmal da war, war sie leider abgeschnitten. Und jetzt freut es mich aber umso mehr, dass es die Pflanze hier noch gibt. Und hier drüben ist auch nochmal eine sehr, sehr große Nepenthes cinnabaluensis. Allerdings ohne aktive Kannen. Der Manu ist da gerade dran und hat sie hier den frischen Trieb in der Hand. Aber die ist auch ziemlich vergeilt. Also da kommt auch nur sehr wenig Licht hin und der ganze Bambus, der hier so drumherum wächst, der nimmt halt noch mehr Licht weg. Deswegen ist vielleicht auch hier nur eine Frage der Zeit, wie lange diese Pflanzen hier noch existieren. Aber sehr schade drum, weil das halt wirklich super seltene Pflanzen sind, diese Hybriden. So, wir haben es geschafft, wir sind endlich wieder unten. Es war jetzt ein unheimlich harter Abstieg und überhaupt die ganze Tour, die sitzt doch tief in den Muskeln und in den Gliedern drinnen. War unheimlich anstrengend, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, vor allem mit dem Wetter. Es war so geiles Wetter, da muss man richtig Glück haben, dass man so tolles Wetter erwischt. Und wir haben natürlich mega geile Nepenthes gesehen. Ich denke, da könnten wir auf jeden Fall zupflichten. Und Nepenthes villosa ist für mich einfach mein absoluter Liebling und die hier in Natur zu sehen, ist einfach so geil. Deswegen, wenn euch das Video auch gefallen hat, dann zeigt es einfach mit dem Daumen nach oben. Schreibt gerne was in die Kommentare unten rein. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich glaube, morgen geht es schon auf die Mammut Koppermain. Dort gibt es wieder einige Nepenthes zu sehen. Und ich bin natürlich wieder mit der Kamera für euch dabei. Bis dann, euer Matze. Ciao.